Jessys Anime Corner! Willkommen zur ersten Folge von Jessys Anime Corner mit dem Thema Anime aus der Wintersaison 2011. Aber zuvor möchte ich noch eine kleine Sache sagen. Und zwar, es ist zwar nett von euch, dass ihr mir eine Menge, also wirklich eine Menge Anime vorgeschlagen habt, aber in den Vorschlägen im Intro-Video ging es eher darum, dass ihr mir einzelne Genres vorstellt und nicht einzelne Anime. Ich möchte nicht, weiß ich, eine Viertelstunde lang über ein Anime reden. Das könnte ich sicher über einige machen, aber ich möchte schon ein bisschen mehr vorstellen. Und wenn ich dann eine Folge wirklich auf Userwünsche mache, dann werde ich auch extra davor eine Folge machen, wo ihr mir da verschiedene, was auch immer ich halt danach frage, vorstellen könnt. In den anderen Folgen bitte nichts vorschlagen. Da kommen ja nur die eigenen Meinungen in die Kommentare. Gut, wollen wir doch mal direkt mit der ersten Folge beginnen. Der erste Anime aus der Wintersaison 2011, Beelzebub, mit 60 Episoden abgeschlossen, fällt heute die Kategorien Comedy, Slice of Life, Martial Arts und Supernatural. Es geht um Oga Tatsumi, einem jugendlichen Delinquenten, der eines Tages einen treibenden Mann aus einem Fluss rettet, der sich daraufhin in Zweispalt und ein Baby mit ungeheuren Kräften freisetzt. Von der Amme des Babys, Hildegarde, erfährt er, dass das Baby, Kaiser der Impera Beelzebub IV., der Sohn des Dämonenkönigs, auf die Erde geschickt wurde, um die Menschheit zu vernichten. Oga muss nun als Elter des Babys fungieren und ihn trainieren. Ja, dieser Anime, oder sagen wir mal der Manga, der die Vorlage dazu bat, lief und läuft auch weiterhin noch im Shonen Jump, wenn ich mich gerade nicht irre. Und hat dementsprechend wahrscheinlich schon einen gewissen Bekanntheitsstatus, noch bevor der Anime rauskam. Ich muss aber sagen, dieser Anime war aber nichts für mich. Also ich stelle hier natürlich auch einige Anime vor, die ich mir auch nicht angeschaut habe, sondern nur so ein bisschen reingeschaut habe. Und bei dem, na, das, ich weiß nicht, irgendwie hat dem Anime so wirklich ein Ziel gefehlt. Es gehört ja zur Kategorie Slice of Life, die, ja, haben für gewöhnlich, ich sag mal, die Macke, dass sie kein wirkliches Ziel haben, sondern einfach verschiedene Alltagssituationen zeigen. Ich habe auch einiges von anderen gehört. Bei Beelzebub läuft es anscheinend so ab, dass der Charakter, also Oga, einfach von einem Kampf zum nächsten geworfen wird und den mithilfe des Babys dann auch einfach immer irgendwie gewinnt. Es kommen zwar nach und nach immer mehr Charaktere vor, aber ich sag mal, so eine wirkliche Story-Entwicklung soll es von dem, was ich bisher gehört habe, auch nicht geben. Von daher, ich kann mir dazu keine große Meinung bilden. Es hat mich halt bisher noch nicht wirklich interessiert, mir den anzuschauen. So viel zu dem. Auf zum nächsten. Als nächstes auf der Liste, Cardfight Vanguard. Abgeschlossen mit 65 Episoden, wobei mittlerweile sogar die zweite Staffel läuft, die, ich meine, diese Saison angefangen hat, also die Frühjahrssaison 2012. Fällt heute die Kategorie Action, Fantasy und Sports und unter Sports halt gewissermaßen noch ins Trading Card Game. Ja, es geht um Aichi Sendo, einem schüchternen Mittelschüler, der versucht, nicht aufzufallen. Er hat eine Karte, die ihm aber Boon macht, voranzustreiten, und zwar den Blaster Blade. Eine Karte aus dem Spiel Vanguard. Aichi findet mit der Zeit neue Freunde und Mut, sich an diesem Spiel zu beteiligen, hauptsächlich wegen Kaito Shiki, der ihm vor Jahren den Blaster Blade gab, den er gerne besiegen möchte. Ja, ein Kartenspiel, das ist, habe ich mir auch nicht komplett angeschaut. Ich habe mir angefangen zu schauen, aber ich muss sagen, anfangs ist es sogar recht schwer zu verstehen, worum es in diesem Spiel überhaupt geht. Also es bedarf wirklich schon erst einiger Folgen, bis man so nach und nach das Konzept dieses Kartenspiels versteht. Ich finde, es trennt sich auf jeden Fall, sag mal, zum berühmtesten Yu-Gi-Oh! Trennt es sich sehr schön ab. Da ist, es ist der, als würde man eher so eine Armee aufbauen. Man hat einen Hauptkämpfer, kann neben ihm herum noch zwei Frontkämpfer haben und hinter ihm nochmal so Unterstützungskämpfer. Und man kann die einzelnen Karten mit anderen irgendwie aufwerten, bis man, weiß nicht, was war das höchste Level 3 oder wahrscheinlich irgendwann noch Level 4, ich weiß nicht genau. Wie gesagt, ich habe mir nicht viel davon angeschaut. Es hat irgendwie mit der Zeit den Reiz verloren. Im Großen und Ganzen, glaube ich, geht es darum, dass erstmal Aichi in das Spiel reinkommen möchte, es so ein bisschen lernt mit seinen ganzen Freunden und Rivalen, und nach, glaube ich, geht es sogar auf ein großes Turnier hin. Also war jetzt für mich wirklich nichts Besonderes, also das mir auch ganz anzuschauen, aber vielleicht ist eure Meinung ja anders, vielleicht gefällt euch ja sowas. Gehen wir direkt zum nächsten über. Der nächste Anime, Rio Rainbow Gate, abgeschlossen mit 14 Episoden, fällt unter die Kategorie Gambling, Comedy und Edgy.
Ja, hier geht es um Rio Rollins, eine beliebte Casino-Dealerin im Insel Casino Howard Resort, die nur durchs Vorbeigehen an ihren Gästen Glück und deswegen als Göttin des Sieges bezeichnet wird. Ihr Leben ändert sich, als herauskommt, dass sie ein Gateholder ist, ein Dealer, der eine der 13 legendären Karten namens Gates besitzt. Und wer alle 13 sammelt, erhält den Titel Most Valuable Casino Dealer. Somit muss sie sich nun in den Kämpfen um diese Karten gegen andere Dealer stellen. Ja, dieser Anime, ich sag mal, ich hatte so einige Probleme, den wirklich anzuschauen, weil ich zwischendurch erstmal ein gutes Jahr Pause, glaube ich, eingestellt habe, zwischen irgendwann in der Mitte. Es ist an sich vom Setting her recht interessant, dass es da mal so ein bisschen ins Zocken geht, also was man halt so, was allgemein unter Zocken versteht, halt im Casino, dass sie eine Dealerin ist und irgendwann stellt sie ja plötzlich heraus, oh, wir haben eine legendäre Karte, eine von 13 und wir müssen jetzt alle sammeln, damit Most Valuable Casino Dealer gut. Ist wahrscheinlich in dem Anime selbst ein sehr hoher Titel, der beste seiner Art zu sein, ja, das ist eigentlich immer ein guter Titel. Aber den Anime habe ich mal komplett angeschaut, aber ich muss sagen, hat mich nicht so sehr begeistert. Ja, ich würde sagen, der größte Punkt des Animes ist einfach nur der edgy Teil. Man sieht halt, na, man sieht nicht diskret was, man sieht eher, man hat auf jeden Fall viel Fanservice, kann man sagen, ja. Es werden auch gute, abwechslungsreiche Spiele gezeigt, aber im Endeffekt alles nur für Fanservice. So, darauf baut der Anime eigentlich so ziemlich auf. Ja, kommen wir direkt zum nächsten. Kommen wir nun zum nächsten. Dragon Crisis, abgeschlossen mit 13 Episoden, fällt unter die Kategorie Action und Romantic Comedy. Hier geht es um den Hochschüler Ryuji Kisaragi, dessen friedliches Leben von seiner Cousine Eriko durcheinandergebracht wird, als diese eine Reliqubox mitbringt, die sie auf dem Schwarzmarkt gefunden hat. Aus dieser entspringt plötzlich ein Mädchen, welches Ryuji scheinbar kennt. Ryuji nennt sie Rose aufgrund des rosenförmigen Kristalls auf ihrer linken Hand. Nun muss er sie vor den dunklen Organisationen und anderen Gefahren beschützen. Ja, Dragon Crisis, muss ich sagen, war doch ein sehr abwechslungsreicher Anime. Wie der Name schon sagt, es geht um Drachen. Was genau es damit auf sich hat, möchte ich jetzt noch nicht sagen, denn das würde eventuell so ein bisschen die Anime spoilern. Was so interessant ist, als der junge Ryuji ist, ja, was ich schon gesagt habe, Hochschüler und gehört zu so einer Organisation, zu einer, ja, Organisation trifft es, glaube ich, gut, die verschlorene Schätze auf der Welt jagt und er ist mit einer der wenigen, die den höchsten Rang haben. Er nutzt das aber eigentlich nicht, weil er doch lieber ein friedliches Leben führen möchte, hat aber wirklich Potenzial, einer der mächtigsten Charaktere in diesem Anime zu sein. Boah. Ich fand den Anime doch interessant. Also es ist, wie gesagt, der Aspekt Romantic Comedy. Man kann sich schon denken, dass zwischen Rose und Ryuji sich da so ein bisschen was entwickelt und Rose wird nicht wahrscheinlich die Einzige sein, die was von ihm möchte. Man könnte es eventuell auch mit den Harem, ins Kategorie Harem reintun, aber es ist auf jeden Fall doch recht witzig. Ja, kommen wir zum nächsten. Ja, Koiwa Zombie Deska, abgeschlossen mit 12 Episoden, wobei zurzeit die zweite Staffel läuft, die dahinter noch den Namen, also den Zusatztitel Of the Death, glaube ich, trägt. Gehört zur Kategorie Fantasy, Romantic Comedy, Magical Girl, Harem und Crossdressing. Hier geht es um Ayumu Aikawa, der als Zombie vom Necromancer Euclewood Hellscythe wiederbelebt wurde, nachdem er von einem Serienmörder getötet wurde. Während er versucht, immerhin noch das Beste aus seinem untoten Leben zu machen, begegnet er das Maso Shoujo Haruna, wobei hier das Maso Shoujo ein Wortspiel auf Maho Shoujo, Magical Girl, bedeutet. Und ja, der irrtümlich die Kräfte entnimmt, womit er zum Crossdressen als neues Maso Shoujo gezwungen wird. Mit Euclewood Haruna und dem Vampir-Ninja namens Seraphim, die mit ihm leben, kämpft Ayumu gegen Dämonen namens Megalos, ja, und versucht das Rätsel hinter seinem Tod zu lüften. Das war auch ein sehr einzigartiger Anime, muss ich sagen. Alleine erstmal schon, der Hauptcharakter ist ein Zombie. Direkt ab der ersten Folge heißt es sofort, ich bin ein Zombie. Das zweite, dieses Crossdressen, was nicht unbedingt immer so schön aussieht. Oder besser gesagt, eigentlich gar nicht. Ja, er hat ja halt irgendwie aus Versehen die Kräfte genommen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau wie, es ist schon mehr als ein Jahr her, dass ich das gesehen habe.
Ja, das muss, jetzt muss er da mit der Kettensäge, die man im Logo auch sieht, dass da eine Kettensäge sein soll, gegen diese Dämonen kämpfen. Nach einiger Zeit kommt halt noch ein Vampir-Ninja dazu. Er hat halt seinen kleinen Harem da mit drei Mädels. Ein bisschen Romantik, ja, ist auch mit drin, aber nicht so ausschlaggebend. Fantasy sowieso halt, es sind Zombies. Es ist auch immer ein bisschen Action dabei. Die erste Staffel fand ich sogar noch ganz gut. Die zweite dagegen, die jetzt zurzeit läuft, hat mir da nicht mehr so sehr gefallen. Da ging es, ich sag mal, so von dem Action-Bereich mehr weg und viel mehr so in Richtung Romantic Comedy. Und auch so ziemlich ohne Story-Entwicklung. Also hat es vielleicht noch so ein bisschen Slice of Life noch mit reinbekommen. Das hat mich leider ein bisschen enttäuscht. Also da hätten sich ruhig mehr ein Ziel setzen können, wie in der ersten Staffel, aber na gut, kann man nichts machen. Auf zum nächsten Anime. Ja, kommen wir zu dem Anime mit dem wohl längsten Namen in dieser Liste. Onicha no Koto Nanka Zenzen Suki Ja Nai Dakarane. Mit 12 Episoden abgeschlossen, fällt unter Kategorie Romantik und Edgy, Romantik Comedy und Edgy. Hier geht es um Nao Takanashi, die trotz des Tabus in ihren Bruder Shusuke verliebt ist und dies auch voll zur Geltung bringen möchte. Als sie dann aber erfährt, dass sie von der Familie nur adoptiert ist, möchte sie erst recht eine Beziehung zu ihm aufbauen, doch bekommt sie da Konkurrenz von Shusukes Kindheitsfreundin Iroha Tsuchiura und der Yaoi-Liebhaberin und Mitschülerin Shusukes Mayuka Kondo. Ja, da haben sich die Leute auch auf jeden Fall was Interessantes einfallen lassen, allein schon um das Thema des Inzests oder ich sag mal der Familienliebe da, der etwas verstärkten Familienliebe mit einzubringen. Man merkt das auf jeden Fall auch, dass Nao ihrem Bruder sehr eindeutige Avancen macht, um ihn, sag mal, einzuladen zu sich. Aber anfangs noch baut es wirklich nur um die beiden auf. Nach einiger Zeit kommen halt noch die anderen beiden Rivalinnen dazu. Der Zeichenstil war auf jeden Fall mal etwas anderes, also ich fand die Charaktere sahen zwar etwas dürr gezeichnet aus, aber das war auch gar nicht mal so schlecht, also die Story hat es auch wieder weggemacht. War auf jeden Fall ein sehr interessanter Anime, ich wüsste jetzt nicht, was ich noch dazu sagen soll, also Romantic Comedy auf jeden Fall halt. Er hat drei Mädels, die was von ihm wollen, jede auf eine etwas andere Art und Weise. Die eine seine Schwester, die andere spannt ihm hinterher und die andere nutzt ihn aus. Was genau ich damit meine, schaut euch den Anime an. Es ist auf jeden Fall interessant, ja. Kommen wir zum vorletzten Anime, Yumekui Mary, abgeschlossen mit 13 Episoden. Unter die Kategorie Action und Fantasy. Hier geht es um Yumeji Fujiwara, der die Kraft hat, zu sehen, was für Träume andere als nächstes haben werden. Also in der folgenden Nacht. Diese Kraft erlangt er durch einen Zwischenfall von vor 10 Jahren und wird seitdem in Träumen von Katzen verfolgt, von dessen Anführer John Doe. Er erfährt, dass sein Körper benötigt wird, damit Wesen wie er aus der Traumwelt in die reale Welt kommen können. Eines Tages begegnet er ein Mädchen namens Mary Nightmare, die ein Traumdämon ist, der versucht, wieder in die Traumwelt zu gelangen. Mit Yumejis Hilfe kämpft sie gegen viele Dämonen, um zu erfahren, wie sie ihr Ziel erreichen kann. Ja, hier geht es, wie es schon sagt, auch um Träume. Es gibt einmal die normale Welt und einmal diese Traumwelt. Mary ist irgendwie aus der Traumwelt in die normale Welt gelangt und versucht jetzt halt wieder zurück nach Hause zu kommen. Die ganzen Dämonen aus der Traumwelt wollen oder benutzen halt auch Menschen. Es wird nicht nur Yumeji, sondern auch andere Menschen werden dafür benutzt. Sag ich mal, damit die Dämonen aus der einen in die andere Welt kommen. Und im Endeffekt kämpft Mary halt auch eben gegen ganzen Dämonen, einfach nur mal die zu fragen und herauszufinden, wie kommt sie denn jetzt wieder nach Hause. Ja, es wird gekämpft, es ist Fantasy, kommt hin, es könnte vielleicht sogar ein bisschen Romanze zwischen Yumeji und Mary auch auftreten. Man könnte es auch so leicht in Romantic Comedy, also Comedy ist natürlich auch mit drin, ja, so leicht in diese Richtung auch mit einlenken, aber ich glaube hauptsächlich Action-Fantasy. Der Anime hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ja, vielleicht gefällt er euch auch. Kommen wir zum letzten und meiner Meinung nach besten Anime dieser Saison. Gothic, abgeschlossen mit 24 Episoden, fällt unter die Kategorie Mystery, Historical, Drama und Romance. Gothic spielt im Jahre 1924 in einem kleinen fiktiven Land namens Saubur.
wie man auch immer das ausspricht, was in den Alpen liegen soll. Hier geht es um Kazuya Kujo, den dritten Sohn eines hohen Offizieres in Japan, was in dem Anime ständig erwähnt wird, der als Austauschschüler in die St. Marguerite Academy kommt und dort die mysteriöse Victorique kennenlernt. Diese kommt nie zum Unterricht und verbringt ihre Tage damit in der Bücherei, ständig Bücher zu lesen oder Mysterien zu lösen, die sonst keiner lösen kann. Ja, das ist, wie es schon sagt, historical, es spielt 1924, also 80 Jahre, fast 78 Jahre her, dass der Kazuya aus Japan nach Sobure kommt und dort, ich glaube, schon direkt in der ersten Folge halt Victorique kennenlernt und sieht, dass sie eigentlich schon so ein ziemliches Genie ist, da sie ja alle möglichen Mysterien lösen kann. Also es kommt auch öfters mal ein Detektiv oder, ich glaube, eher Polizeioffizier. Ich wüsste nicht, wie man das Detective halt, glaube ich, heißt es im Englischen, um sie mal um Rat zu fragen. Im Anime geht es auch öfters mal, dass einfach Kujo oder Kazuya, ja, Kazuya war der Vorname, und Victorique von einem Mysterium ins nächste ja, gelangen. Sei es mal ein Fall auf dem Schiff oder in irgendeinem Dorf in den Bergen. Und ja, über den Anime entwickelt sich auch langsam, ja, wie auch der Titel, wie auch die Kategorie schon ist, so ein langsam Romance ein bisschen zwischen den beiden auf. Gegen Ende wird es dann sogar noch ein bisschen dramatisch, aber ich finde, das Ende hat es in diesem Anime sogar richtig gut rausgehauen. Das hat mich auf jeden Fall gefesselt bis zum Ende dieser Anime. Das ist für mich eindeutig der beste dieser Saison gewesen. Ja, das war die erste Folge von Jesse's Anime Corner mit dem Thema Winter Anime 2011. Ich habe euch hier jetzt 8 Anime vorgestellt aus dieser Saison. 2 davon habe ich zwar nicht gesehen, die anderen 6 habe ich aber gesehen. Meine Meinung dazu habt ihr eigentlich auch gehört, wobei das meiste war eigentlich, ja, der ist interessant, ja, der ist gut. Andere mehr oder weniger, andere wieder sehr schön, ich sag nur Gothic. Aber jetzt geht's um euch. Was ist eure Meinung zu den Anime dieser Saison? Ich werde in die Beschreibung, hoffentlich vergesse ich es nicht, eine Liste setzen aller Anime, die in dieser Saison gelaufen sind. Und dann könnt ihr mir eure Meinung sagen. Welche waren eure Lieblingsanime dieser Saison? Welche habt ihr gar nicht gemocht? Schreibt es mir in die Kommentare. Oder, wenn ihr wollt, macht mir eine Videoantwort und postet sie auf dieses Video. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.